bin die Christine von mutterskind.de. Heute geht es hier um diesen Swap, den ich gemacht habe für das Onstage-Treffen letzte Woche in Berlin. Das ist ein Reagenzglas, obwohl das ist aus Plastik. Darin befindet sich ein Weihnachtsbaum und zwei Lindkugeln und ein bisschen Glitzer. So, ein bisschen rausdrehen. Genau, da ist der Weihnachtsbaum, dann kann man sich den Glitzer drüber streuen und kann die Weihnachtskugeln genießen. Den Anhänger, den ich dazu gemacht habe, der ist aus dem Set ausgestochen weihnachtlich. Der geht so ein bisschen unter, weil der nämlich aus dem Jahreshauptkatalog ist. Hier auf Seite 97 findest du das Stempelset und hinten bei den Stanzen findest du auch die Stanze dazu. Das ist natürlich super. Da kannst du ganz schnell deine Motive ausstanzen. Den Weihnachtsmann, den habe ich mit den Stampin' Blends koloriert und würde dir das jetzt gerne mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Als erstes nehme ich meine Stempelunterlage, einmal Flüsterweiß, dann mein Acrylblock, dann mein Weihnachtsmann. Ja, wie man sieht, habe ich schon oft damit gearbeitet. So. Und dann mit dem Memento in Schwarz stempel ich mir jetzt den Weihnachtsmann auf mein Papier. So. Lass es ein bisschen einwirken, damit der Farbabdruck auch richtig schön komplett ist. Das kann ich später reinigen. So, dann meine Handstanze. Dann schaue ich, dass ich das noch ein bisschen rüber. Ja, so ist gut. Stanze mir das auf. Und dann fange ich auch schon an, den Weihnachtsmann zu kolorieren. Dazu habe ich die ganzen Plants. Falls du sie noch nicht kennst, die haben zwei Seiten. Einmal die feine Spitze und auf der anderen die dickere. So. Die behalte ich auch gleich. Das ist, müsste Schiefergrau sein, genau, Hellschiefergrau. Und da will ich jetzt an der Mütze hier seitlich so Schatten einzeichnen. Dann gehe ich her und mache nur so ein paar, will schon fast sagen, Pinselstriche. Entlang am Ärmel mache ich ein bisschen, damit es mir jetzt nicht zu stark wird, wechsle ich. Und dann gehe ich hier am Bart auf so einen Strich. Und dann nochmal die Kontur von dem Bart, da gehe ich auch nochmal entlang. Dann wirkt es schon ganz anders da. So, hier vorne mache ich auch noch so ein bisschen. Und hier unten an der Hose, das Umgestülpte. Genau. Und dann das Gesicht habe ich in ist das Blütenrosa? Hellblütenrosa, genau. Damit habe ich das Gesicht koloriert. So. Und die Gürtelschnalle, das müsste Oster, ist das Osterglocke? Oster, Dunkelosterglocke. Ich weiß den Namen noch nicht so auswendig. Da habe ich dann die Schnalle so eingefärbt und die Gürtelschnalle, das ist dunkelschwarz. Die habe ich einfach komplett in Schwarz gehalten. So. Dann, das ist Dunkelglutrot, genau. Damit
mache ich jetzt die Mütze. So. Dann mache ich hier das Oberteil. Das Hosenbein. Jetzt drehe ich den Stift einmal rum, nehme das Schmale. Dann kann ich hier unten den Zwischenraum. So. Dann mache ich die Schuhe. Die mache ich in Hellschiefergrau. Dann nehme ich das Dunkelschiefergrau und mache dann so seitlich ein bisschen. Jetzt will ich noch ein bisschen Schatten noch einzeichnen. Das kannst du auch einmal machen, wenn du dann halt nochmal mit einer Schicht mit dem gleichen Stift, das ist dunkelglutrot. Wenn du das aber ein bisschen stärker den Schatten haben willst, das mache ich dann meistens, dann gehe ich mit dem Hellschiefergrau nochmal rein und mal dann da so leichte dunkle Stelle. So. Und dann nicht vergessen, den dann nochmal so abzustreifen, weil dann da das Rot noch ein bisschen mit drin hängt. So, dann ist der ja schon fast fertig. Wenn du mit den Stamping Blends arbeitest, ist es so, gerade auch bei Flüsterweiß, dass das auf der Rückseite durchdrückt. Da bin ich hergegangen und habe dann in Glutrot, wir haben ja Gott sei Dank immer die passenden Farben, dann habe ich mir noch mal den Weihnachtsmann ausgestanzt, da ein bisschen den Flüssigkleber drauf, so. Der Vorteil bei dem Flüssigkleber ist, dass du einen Moment lang Zeit hast, um das richtig zu positionieren, dass das Glutrot von hinten nicht so durchschimmert. Das lasse ich jetzt erstmal kurz antrocknen und befülle mein Glas. Also so sieht das Reagenzglas aus. Das hatte ich bei Amazon bestellt. Das hat ungefähr so 2,3 cm Durchmesser. Der Tannenbaum hat 2,5. Ist halt schwierig, hier zu kleine zu bekommen. Die ganz kleinen, die hatte ich dann bei AliExpress, aber da hat man eine Lieferzeit von 3 bis 4 Wochen. Und das ist halt der Nachteil, dass, wie du hörst, das schleift dann daneben. Aber das ist jetzt nicht so wild. Ist, denke ich mal, auch eine ganz gute Lösung. Dann fange ich schon mal weil an, meinen Heißkleber anzumachen. Vorab muss ich noch, hier innen drin ist so eine Dichtungsscheibe. Die hole ich mal raus. Und zwar ist das nämlich, das ist mir passiert, ich hatte den Tannenbaum hier drauf geklebt und beim Rausschrauben, also beim Aufdrehen, kam das Blättchen war im Deckel. Nee, das Blättchen hat sich gelöst, war mit Tannenbaum in dem Reagenzglas und der Deckel, der war dann in meiner Hand. Mir ist jetzt während dem Dreh die Kamera ausgegangen und jetzt fehlt mir ausgerechnet der Schluss vom Video. Also erkläre ich das jetzt nochmal so, was ich gemacht habe. Ich habe diese Dichtungsscheibe mit dem Heißkleber festgeklebt und den Tannenbaum, dann die 2 Lindkugeln eingefüllt und den Glitter in den Weihnachtsmann habe ich mit der Handstanze Loch reingemacht und aus der Weihnachtswerkstatt oder Winterwerkstatt diese Kottel damit befestigt.
Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Alle Produkte kannst du bei mir bestellen, außer diesen Glitter, den gibt es ja nicht mehr. Und dann noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.